Jetzt der Schritt in die statische, in diese halbe, in diese Kriegerposition mit den Armen nach oben. Eine halbe Rückbeuge. Hoch, vor. Du streckst in deinen hinteren Fuß. Du streckst in deinen hinteren Fuß, in deine hintere Ferse. Spürst, wie sich deine Hüftbeuge meldet. Vielleicht deine Wade. Du streckst das vordere Bein ein wenig mehr. Nicht ganz, sondern ein wenig mehr, sodass du hier lebendig sein kannst in der Hüfte. Im Brustbein. Das Brustbein steigt Richtung Decke. Es ist eine Rückbeugenarbeit. Dieser Krieger ist Rückbeugenarbeit und bringt eine Menge Wärme mit sich. Dann nimmst du die Arme hoch, drehst die Handflächen zueinander, ziehst die Schultern sanft nach unten, in die Ferse hinten, den Nacken nach hinten, den Kopf nach hinten und dann arbeitest du in dem vorderen Bein. Vergiss nicht, diese Länge in die Ferse zu behalten, die Länge in die Ferse zu behalten, die Arme, die Schultern nach unten, den Nacken, den Hals. Deine Stimme sollte weiterhin einigermaßen offen sein, nicht deinen Hals schließen und mit dem vorderen Bein für die Rückbeuge arbeiten. So, aus dieser Haltung zeigt sich, dass du gehalten hast. Du kommst raus, knickst das Bein ein und gibst dir einen Impuls, um hochzukommen mit dem Knie. Wieder zurück. Andere Seite, nach vorne. Hinteres Bein in die Ferse, das vordere Bein, die Hüfte, Brustbein, Arme, Schultern, Ferse, Nacken, Kopf, Arme. Das Brustbein steigt und du arbeitest mit dem vorderen Bein. Du stehst am vorderen Fuß, auf dem vorderen Vorderfuß und spielst mit dieser Haltung. Ferse, Vorderfuß. Aus der Haltung, das hintere Bein einknicken, hoch, Seite. Die Arbeit der Schulter, ja, die Arme geschlossen hoch, die Hände zueinander, die Schultern runter, den Nacken nach hinten, den Kopf. Ja, du spielst mit den Schultern, ziehst sie immer wieder in Verbindung zum Oberkörper. Viel Spaß dabei.